Nee, hat aufgehört, Gott sei Dank. Ach, na, Gott sei Dank. So, dann bringe ich die Diamanten mal kurz weg und dann können wir noch mal ein bisschen weiter terraformen. Ich weiß, da werden sich viele werden sich darüber freuen. Aber dafür haben wir in den letzten Folgen haben wir so viel geschafft eigentlich, wie im ganzen Let's Play vorher nicht. Also in den letzten 100, 200 Folgen haben wir so viel gebaut hier, mit der Plantage, mit dem Lagerhaus, mit dem das Bauernhaus ausgebaut, da hinten die Kacke und bla 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 und da hinten überhaupt die ganze Feldmaschinerie, wie in den ganzen Folgen zuvor eigentlich nicht. Obwohl die Monsterfalle und so, das sind ja schon recht große Bauten, kann man so auch nicht sagen, dass da nichts passiert ist oder so. Es wirkt halt immer nur sehr wenig, weil wir sehr verteilt bauen. So. Dann geht's gleich wieder zurück und dann gucken wir mal, ob die Saplings gleich sprießen und dann bauen wir da erstmal ein bisschen weiter. Dann bleiben wir erstmal direkt am Weg. Anschließend gucke ich mal, ob wir die Felder nicht doch wieder bepflanzen. Aua. Denn wir haben bei den Feldern, müssen wir auch nochmal endlich mal die erste Ernte fahren und ich muss, glaube ich, auch auf der rechten Seite die Felder fertig machen. So, das geht so. Dann läuft man hier schließlich durch. Hier müssen wir nochmal gucken, was mit den Büschen ist. Hier nach rechts brauchen wir auf jeden Fall noch Saplings, wie ich gerade sehe. Oh, die ersten Bäume sprießen schon. Sehr gut. So, ich hoffe, da kann ich noch einen Baum pflanzen. Ich weiß nicht genau, wie dicht das hier alles wird. Geht immer dichter. Jolo, jolo. Entschuldigung. Diese verkackte YOLO-Scheiße. So, hier hatten wir noch keine. Haben wir hier Saplings gepflanzt? Ist das von uns? Nee, das war vorher schon, ne? Nee. Ach, hier haben wir gepflanzt. Cool, es wächst ja schon alles. So, hier können wir es ein bisschen lichter lassen eigentlich. Da müssten wir schon eher Knochenmehl mitnehmen, um da vielleicht noch ein bisschen zu pflanzen. So, dann machen wir den Weg. Der führt dann hier einfach ein bisschen durchs Grün. So, dann da ein bisschen entlang. Und dann müsste ja theoretisch, wäre cool, wenn ich hier durchführen würde. Hier dann. Das heißt, hier mache ich dann... So, Mist, ich kann das Holz nicht mitnehmen. Warum nicht? Pass auf, dann bringe ich das Schild da einfach an. Hier, steht nichts drauf. Hauptsache, das ist ein Schild. Und hier haue ich dann zum Beispiel ein Eichenholz drunter und bei den Bäumen nach vorne dann auch mal. Dann haben wir das auch mal geregelt. Die sehen momentan noch so unschön aus, wenn die fliegen. So, so sieht das denn hier aus. Dann geht der Weg einmal mal da um den Baum rum. Erkennt man ja trotzdem ganz gut. So, dann haben wir hier... Dann geht's da durch. So, lüpp, lüpp. Ach, ich bin voll momentan. Ich kann auch keine Erde mehr tragen. So, dann geht der Weg da durch. Das wird halt wirklich so ein Pfad einfach nur. Da oben der Baum wirkt ein bisschen abgeschnitten. Da könnte ich ja vielleicht nochmal einen reingehen. Obwohl, nee, das lasse ich einfach mal so. Und dann müssen wir gucken, dass wir uns da ein bisschen durchboxen. So, dann kommt man hier so langsam, nämlich dahin, wo dann die Brücke steht. Ich weiß noch nicht genau. Hier hatten wir, glaube ich, Terraforming so ein bisschen schon gemacht, ne? Ursprünglich sollte die Brücke natürlich hier sein. So ein bisschen weiter oben. Wäre, glaube ich, cooler, wenn die Brücke ein bisschen höher wäre, ne? Ja, ich glaube, dann lege ich den Weg ein bisschen anders. Ich weiß, der Weg ist da ein bisschen weiter, wenn man von Stadt zu Stadt reisen will. Aber ich glaube, das kann man dann trotzdem einfach mal so anbieten, natürlich. So. Und ich hätte gern noch unterwegs, dass man unterwegs irgendwelche Sachen hier kommt zum Beispiel so ein See hin, eine kleine Lichtung mit See...
Das heißt, ich muss da hinten, muss noch ein Sapling rein, damit wir da auch wirklich zugewuchert sind. Den mache ich mal ein bisschen versetzt, obwohl hier kommt man ja eh nicht durch, ne? Nee. Aber man sieht halt nach hinten durch, dass da schon wieder, das heißt, ich mache hier mal ein bisschen... So, dann kommt man da zwar ein bisschen rein. Mist. So, dann haben wir da so eine zugemülmte Ecke. Und dann würde ich sagen, da auch noch. Komme ich da hin? Ja. So, sieht jetzt natürlich ein bisschen sehr abgeschnitten aus, aber hey. Wir sind's doch. So, und hier könnte man theoretisch auch wieder ein bisschen was runterhängen lassen, auch hier. Dass es einfach so aussieht, als würde... Wir können natürlich auch Lianen dran machen, das geht natürlich auch, gar keine Frage. Aber da wir momentan keine mithaben, mache ich das einfach erstmal so, warte... Ich komme mir immer vor wie so ein Landschaftsdesigner, wenn ich hier, und so. So, der hängt ja noch ein bisschen weiter runter. Dann sieht das so ein bisschen, ne, wieder so ein bisschen traurig aus. Hier mache ich ruhig mal ein bisschen auf den Boden. So, dann kommen wir hier wieder auf so eine Licht... Na, obwohl, hier sieht das noch nicht ganz so geil aus. Der hier geht noch nicht ganz so, glaube ich. So, und hier mache ich mal einfach... Mache ich mal einfach ein bisschen dicht, dass man da nicht mehr durchkommt. Auch hier sieht man momentan noch den Friedhof. Das ist natürlich nicht so geil. Das heißt, wir bauen da einfach zu, bis man vom Friedhof nichts mehr sieht. Sodass man das Gefühl hat, man ist so ein bisschen in einer anderen Region gelandet. Und das gleiche machen wir dann noch einmal ein bisschen ringsrum. Und schon sieht man vom Friedhof aus der Perspektive ja gar nichts mehr. Und es sieht alles noch so ein bisschen buschig aus. Das müssten wir hier eigentlich auch noch ein bisschen buschiger gestalten. Und dann könnte man theoretisch hier schon ein bisschen dafür sorgen, dass da auch so ein bisschen Liane-mäßig was runterhängt. Oder halt einfach so, dass am Wegesrand einfach so ein bisschen hier und da die Blätter runterkommen. So, und das ist alles auch so ein bisschen buschig hier und da aussieht. Da kann man zum Beispiel noch eine Blume stehen lassen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Es muss ja hier nicht ganz aussehen wie finsterer Forst. Aber wenn ich jetzt da hochgehe... Ne, weiß nicht. Da könnte man zum Beispiel dann auch wieder so zubauen. Zumal man da auch durchsieht, gerade, dass da noch was Lichtes ist. Das ist noch ein bisschen doof. Da müsste ich von der anderen Seite ran, wenn ich das da irgendwie von hier aus noch hinkriege. So, halt. Nee, da komme ich nicht hin. So, vom Friedhof sieht man da jedenfalls nicht mehr so viel. Dafür so ein bisschen Buschwerk am Wegesrand, das geht eigentlich ganz gut. Das können wir hier auch nochmal machen. Da können wir um die Bäume quasi rum noch so hier und da mal ein bisschen... was Buschiges zaubern. So, und hier können wir nochmal zumachen. Und dann sieht es ja halt so aus, als würde man wirklich durch den Wald laufen. Hat so ein paar Büsche noch auf dem Boden, links und rechts. Und das gleiche theoretisch auch hier mal. Ich hoffe, die Bäume wachsen trotzdem noch. So, da muss man auch nicht durchgucken können. Ich hoffe, da kriegen wir noch ein paar Bäume gestanzt. Hier genau das gleiche Spiel, da müssten wir vielleicht noch... Ja, ich glaube, da können wir noch ein bisschen was von dem Berg hier wegruppen. Zumindest halt von dem Gestein, das
wirkt noch ein bisschen schäbig. Da müssen noch mehr Bäume zwischen. So, Moment, Moment. Ich hab's ja gleich, ich hab's ja gleich. RD, RD, RD. Alter, wird's echt schon wieder dunkel? Das kann doch gar nicht sein. Das habe ich den ganzen Tag schon wieder hier mit Gärtnerei verbracht. So. Dann hau ich hier zumindest noch mal ein bisschen, ne, damit das ein bisschen ebener aussieht. Das da kommt auch weg. Da muss ja später sowieso was anderes hin. Eventuell mache ich das mit Erde zu. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das dann machen. So, nachts sieht es ja natürlich ein bisschen sehr dunkel aus. Aber das haben Wälder ja nun mal so an sich, ne? Am See könnte man theoretisch, weil man hier zum Beispiel einen See ausbuddelt. Ich mache hier mal ganz kurz eine Fackel hin. So, wo mache ich die hin? Ich mache die mal dahin, wenn wir hier zum Beispiel so einen See ausheben. Ich weiß noch nicht genau, wie wir den machen. Da muss ja auch ein bisschen... Darf auch nicht zu groß sein. Ist einfach nur so ein kleines, ne, so ein kleines Pipi-Becken. Das muss reichen. Vielleicht so, ne? Dann ist da ein bisschen Wasser drumherum. Und vielleicht mache ich dann da einfach mal... Die Lightstones habe ich nicht mit, aber vielleicht setze ich unter den See einfach mal Lightstones. Damit wir, wenn wir auf die Lichtung kommen, zumindest so ein bisschen indirektes Licht haben. Boah, das sieht aber cool aus jetzt mit dem Mond auch. Auch wenn man durch den Wald läuft hier, ich glaube, das ist schon ganz cool. Ist fast schon ein bisschen zu viel Weg hier, ne? Weil der Wald sieht so ein bisschen sehr dunkel aus. Wobei, warte mal, dann mache ich mal lieber den anderen. Ach, scheiße. So, warte. So, schauen wir mal, wie das dann hinterher so aussieht und dann... Ich mache das jetzt auch mal bei meiner Nacht. Da haben wir noch eine Fackel stehen. Haben wir noch Holz? Nee, ne? Nee, haben wir nicht. Okay, dann gucke ich mal ganz kurz, wie es vom Friedhof aus aussieht. Da müssten die Fackeln eigentlich noch weg. Da müsste man wirklich mit indirektem Licht arbeiten oder Fackeln hinter die Grabsteine machen. Das wäre, glaube ich, besser, als das jetzt so zu lassen. Weil der Friedhof muss nachts ja auch dunkel sein. So sieht er momentan aus bei Nacht, ne? Das geht schon. Sieht schon friedhofig aus. Und oben die Sterne ist schon ganz cool. Und dann überlege ich halt, ob ich zum Beispiel, ich glaube, eine Fackel dürfte reichen. Oder ich baue da hinten halt so einen Lightstone drunter oder irgendwie sowas. Oder ich mache dann wirklich hier einfach eine Fackel an den Baum. Ich guck mal ganz kurz, wie das aussieht. Wir haben jetzt keine dabei, dann ist da hinten, aber das sieht nicht aus, ne? Nee. Ist außerdem schon ein bisschen zu hell, finde ich. Vielleicht bräuchte man eine Redstone-Fackel. Das wäre, glaube ich, auch passender beim Friedhof einfach. So ein bisschen dunkler, ein bisschen düsterer. Und hier muss jetzt auf jeden Fall, da will ich auf jeden Fall noch ein bisschen Buschwerk davor haben. Und hier baue ich mal... Oh, das kann ich noch brauchen, obwohl, wenn wir uns Wassereimer holen, muss ich eh wieder Wasser holen. Dann baue ich das jetzt zu. So, huch, wo geht's denn da lang? Hier ist irgendwie... Ist der Baum neu? Ist irgendwie so schwierig, das jetzt zu finden. So, dann mache ich hier nochmal ein bisschen... Kann man ja eigentlich machen, ne? Dass da ja, dass der Friedhof so ein bisschen zugebuscht ist. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt im Hellen aussehen wird. Ich bringe hier gerade nochmal eine Fackel an. So, dann kommt man hier ein bisschen durchs Buschwerk und hier müsste es dann eigentlich aber auch dicht sein. So.
So, und dann hier vielleicht noch so. Ja. Es wird langsam. Muss ich mir gleich mal räuspern. So, habe ich jetzt einfach mal gemacht. So, das heißt, jetzt müsste ich den Baum hier theoretisch doch ein bisschen wegholzen, weil ich glaube, der ist too much. Da holze ich auch mal rein und mache dann von unten mit Eichenlaub zu. Dann kommt man hier so ein bisschen durch. Sieht aber nicht zwingend den Eingang zum Friedhof. Den mache ich von hier dann auch nochmal dicht, ganz kurz. Boah, Alter, das wird ein bisschen eng hier, aber egal. Und vor allen Dingen sehe ich jetzt nichts mehr. So, dann kommst du hier lang. Da ist noch eine Lücke. Und siehst nicht zwingend, dass es da zum Friedhof reingeht. So, dann folgst du hier dem Weg, siehst du? Und dann musst du halt hier quasi genau den Eingang abpassen. Ansonsten findest du den Friedhof nicht. Das ist, glaube ich, ganz gut. Denn damit ist er ein bisschen versteckt im Wald. Und genauso wollten wir es ja eigentlich auch haben. Wenn ich mich recht entsinne. So, der ist ja schon so ein bisschen zugewuchert. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben zugewuchert. Aber auf diese Weise... Oh, jetzt haben wir eh keine Blätter mehr. Auf diese Weise ist er halt doch noch ein bisschen versteckter vom Pfad. Und wir lassen ihn, glaube ich, dunkel. Ich glaube, da machen wir doch keine Fackel drauf. Es ist immerhin ein Friedhof. Wenn, dann Redstone. So, und nachts sieht das Ganze jetzt natürlich famos aus. Huch, jetzt bin ich aus Versehen auf den Friedhof gestolpert. So, obwohl der gleich nebenan ist, siehst du den nicht zwingend, sondern gehst dir den Weg entlang. Das ist, glaube ich, genau richtig. Vor allen Dingen, ich hoffe, das Video ist noch einigermaßen sichtbar. Wenn man drauf geht, ist er nicht zu klein, nicht zu groß. Der Mond kommt auch noch drauf. Obwohl der Baum hier vielleicht ein bisschen zu groß geraten ist. Aber naja. Hauptsache, man kriegt das so einigermaßen hin. Und er ist trotzdem noch vom Mondenschein erleuchtet. Also, dass man quasi auf eine Art Lichtung kommt. Und was ich jetzt mal mache, ist ganz kurz. Huch. Wir müssen ja doch mal pennen. Ich muss wirklich mein Bett machen da hinten, damit ich dabei Tag bauen kann. Tut mir immer so ein bisschen leid, ich verbringe die Hälfte der Folgen immer mit hin- und zurückhopsen. Na gut, nicht die Hälfte der Folgen, aber ab und zu. Es läppert sich. Ey, du Lappen. Auch so lächerlich. Lächerlich, ich becher mich weg. Barkeeper, hau raus, was in deinen Schläuchen steckt. So, ich hau mich jetzt mal ins Bett. Denn es ist schon sehr spät und ich bin ein bisschen hänge. Nam. Boah, ich darf hier nicht so gehen, weil ich sonst anfange zu husten und mein Hustenbonbon ist doch weg. Das habe ich doch vorhin schon zerkaut. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das jetzt her ist. So, wir können ja Blattwerk holen und dann bauen wir noch ein bisschen weiter da hinten am Wegesrand, am Waldesrand. Und es wird ja doch schon recht adrett dort hinten. Da hinten das Gestrüppel können wir dann bald abreißen. Ups. So, dann hole ich mir nochmal Blattwerk. Oh, ich hab... Na, wieder zwei Blumen. Zwei Blumen! Er hat zwei Blumen! Er hat zwei Blumen! So, Setzlinge haben wir ja noch. Ich wollte ja eigentlich Laub mitnehmen. Da müssen wir dann auch bald wieder mal ein bisschen aufstocken mit dem Laub, ne? Da muss die Apfelplantage vielleicht mal wieder ein bisschen abernten gehen. Wo unser Freund der Golem... Das ist ja... Ja, keine Worte für. Ja, keine Worte mehr. Palim, palim. So. Kennt ihr noch jemand? Mehr als palim, palim kann ich da auch nicht. Es plätschert hier, aber das sind, glaube ich, die Wassergräben. Ich glaube, das ist alles in Ordnung. So, hier ist jetzt alles... Alter, wie zugewaldet das hier ist. Auf der Seite noch nicht genug. Ich glaube, das könnte ich gerade auch mal machen einfach.